hallo, ich habe hier eine Zeiterfassungstabelle und ich will mir also hier Arbeitszeiten beispielsweise erfassen. Das ist eine ganz einfach gehaltene Tabelle. Hier haben wir die ID, hier Fremdschlüsselfeld, die nimmt die ID aus einer Personaltabelle auf, die wir jetzt hier nicht haben. Das Datum, die Uhrzeiten, Beginn und Ende, und dann habe ich hier noch ein berechnetes Feld hier für den Saldo. Gehen wir in die Entwurfsansicht, klar, ID, Primärschlüssel, Zeit, Datum, Felder, also die sind hier alle Feld, Datentyp, Datum, Uhrzeit. Der Saldo ist hier berechnet, Zeit, Ende minus Beginn mal 24, das war dann die Uhrzeiten verrechnet und die als Dezimalzahl ausgegeben kriegen. So, und ich will dann hier eine Abfrage mir erstellen, um dann später daraus wieder ein Formular zu machen. Ich will aber nicht das Datum hier selber händisch eingeben. Das Datum soll mir automatisch in die Tabelle geschrieben werden und das ohne VBA. Brauchen wir dazu? Wir brauchen zwei Hilfstabellen, eine Tabelle Datum und eine Tabelle Feiertage. Schließt die mal. Das ist also hier eine ganz einfache Tabelle Datum. Hier habe ich schon mal vorgetragen, sämtliche Tage aus 2017, also für das ganze Jahr. Hier auch mal hier in die Entwurfsansicht. Also ein Feld nur, so habe ich hier dat Datum genannt. Wir müssen ja mal aufpassen, dass wir das nicht nur Datum nennen, weil der Begriff geschützt ist. Ich habe mir ohnehin angewöhnt, jedes Feld mit einem Präfix zu versehen, damit man später nachvollziehen kann, aus welcher Tabelle die Daten oder das Feld überhaupt stammen. Ja, und das ist festgelegt als Primärschlüsselfeld, damit wir hier keine doppelten Daten in die Tabelle kriegen. Tabelle Feiertage, ebenso wieder ein Präfix FT, Datum, FT, Feiertag, und auch hier das Datum als Primärschlüsselfeld festgelegt. So, und aus diesen beiden Hilfstabellen habe ich mir eine Abfrage gebastelt. Und mit dieser Abfrage drösele ich hier sozusagen das Datum nochmal auf. Ich brauche Informationen, eventuell welcher Tag das ist, welcher Wochentag ausgeschrieben oder kurz geschrieben. Ich brauche die Information als Zahl, eventuell die Kalenderwoche, den Monat als Zahl und kurz und lang ausgeschrieben und das Jahr. Und ich will auch die Informationen haben, ob das ein Feiertag ist, ausgeschrieben, oder ob es überhaupt ein Feiertag ist. Die Abfrage erstellen wir also aus den beiden Tabellen Datum und Feiertage, bearbeiten hier noch die Eigenschaften und hier setze ich so eine Left-Join-Beziehung. Ich will also alle Datensätze aus der Tabelle Datum haben und nur die Datensätze aus der Tabelle Feiertage, die hier gleich sind. Okay, und dann habe ich also sämtliche Felder hier unten. Ich klicke hier mal eins an. Wir haben ja hier integrierte Funktionen, Datum, Uhrzeit. Mithilfe dieser Funktionen kriegt man also alle diese Informationen, die hier drin stehen sollen. Monat, Monatsname, Tag, Wochentag und so weiter. Darauf will ich jetzt hier nicht näher eingehen. Die Funktion kann ja jeder selber ausprobieren. Man hat ja dann auch hier, wenn man draufklickt, die Online-Hilfe zur Verfügung. Ich mache das allerdings nicht mit diesen Funktionen. Ich benutze hier die Funktion Format, weil ich das für sämtliche Felder hier nutzen kann. Ich brauche dann hier immer nur sagen, formatiere mir das hier nach Tag oder W für Woche oder Monat. Ich kann dann also die Formel hier immer kopieren und für sämtliche Felder benutzen. Wichtig ist hier nur, wenn man sich Zahlenwerte ausgeben lassen will, wie zum Beispiel so den Wochentag oder den Monat als Zahl, dann muss man bedenken, dass die Funktion Format Text zurückgibt. Das sieht man daran, dass das dann hier linksbündig dargestellt wird. Nehmen wir mal eins hier weg. So, das ist hier die erste Spalte, da sehen wir, kriegen wir das angezeigt linksbündig. Und das bedeutet, dass das als Text ausgegeben wird. Wenn wir mit den Zahlen arbeiten wollen, wenn danach sortiert werden soll, dann funktioniert das nicht richtig. Deswegen muss man aufpassen. Man kann hier drumherum die Funktion Wert packen. Ich mache das aber einfach mit mal 1 und dann wird da wieder eine Zahl draus. So, okay. Wenn wir also die Abfrage Datum haben, dann können wir jetzt eine neue Abfrage zur Zeiterfassung erstellen. Ganz kurz noch hier, wie wir die Tabelle Datum mit Daten bestücken.
Das zeige ich noch in einem anderen Video. Das geht über eine Anfüge, Abfrage und da brauchen wir dann noch eine Hilfstabelle. Ich will nun jetzt eine Abfrage erstellen, dass wir hier Daten eingeben können. Ich gehe hier auf Erstellen, Abfrage, Entwurf und ich brauche jetzt meine Abfragedatum und die Tabelle Zeiterfassung. Ich verknüpfe jetzt hier das Feld Datum mit dem Feld Datum aus der Zeiterfassung und setze auch hier wieder eine Left-Join-Beziehung. Alle Datensätze aus der Abfrage und nur die verknüpften Felder, wo die Daten gleich sind. So, und dann können wir die Abfrage beginnen. Ich will zuerst mal sehen den Wochentag, dann gefolgt vom Datum. Dann will ich hier sehen, ob das ein Feiertag ist. Und ich ziehe mal jetzt, um das zeigen zu können, das Feld Datum mit dazu. Und dann brauchen wir hier Beginn, Ende und Saldo und vielleicht noch hier Bemerkungen. So, und dann können wir uns die schon mal ansehen. So, und jetzt kriegt der Nutzer hier also die Daten schon untereinander geschrieben. Und ich brauche jetzt im Grunde hier nur noch eine Uhrzeit eingeben. Das mache ich mal. 0. Dann sehen wir, der schreibt hier mir das Datum automatisch in das Feld Zeitdatum, das ja aus der Tabelle Zeiterfassung stammt. Wir müssen die Daten also hier nicht mehr händisch eingeben. Der zieht die aus der Abfrage automatisch rüber und deshalb können wir das hier nochmal öffnen und das Feld hier rausnehmen, brauchen wir nicht. Und dann können wir anhand dieser Abfrage, die speichern wir dann ab und die ist dann die Grundlage für die Erstellung des Formulars. Die nutzen wir also als Datenherkunft. Ja, geht also auch ohne VBA und im Übrigen benutze ich diese Hilfstabellen und natürlich die Abfrage in jeder meiner Datenbanken, die kann man dann einfach importieren und die stehen immer zur Verfügung. Das macht einmal Arbeit und man hat die dann zur Verfügung. Okay.